So, da sind wir wieder bei Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro Online, wo ich wie immer in Schere, Stein, Papier verliere. Warum auch nicht? Naja, okay. Tech-Duell mit einer altbekannten Combo und die ziehen die Kristallungeheuer-Combo durch. Ja, und ich laber nur mal kurz meine Hand, dass er alle Bescheid wissen. Also, Feuerformation Kayo macht hat Kampfschadeneffekt, Spiegelkraft, Saito, die wird erst sehr spät wichtig. Den Wolf, Bruderschaft der Feuerfaust Wolf, mit der holt sich eine Feuerformation Fallenkarte. Und Leopard, holt sich auch die fallenden Zauberkarten. Ihr merkt schon, als ich altbekannte Combo gesagt hatte, meinte ich nicht, wie es eigentlich Sinn ergeben hätte, unsere Stahlschar-Übelschar-Combo, sondern tatsächlich Wargod-Feuerformation. Allerdings versteht es sich von selber, weil das inzwischen ja bei uns quasi so ein Ritual geworden ist. Sollten wir jetzt gegen diese beiden werten Herrschaften verlieren, werden wir natürlich eine Revanche mit der Stahlschar-Übelschar-Kombo abziehen. Auch deswegen, weil mich einfach immer brennend interessiert, schaffen wir es mit unserer Stahlschar-Übelschar-Kombo die 100%-Quote durchzuhalten. Ja. So, was kommt jetzt? Doppelte Attack? Nö. Aber? Direkt. Auch gut. Okay, und jetzt kommt. Ich überlege erstmal gerade, die brauche ich alle im Friedhof, das ist blöd. Oh ja, richtig, den Effekt hatte ich ganz vergessen. So, leg irgendwas auf den Friedhof, was auf den Friedhof gehört. Am besten den mit, der von Effekten unempfindlich macht. Stimmt, weil gegen Angriff habe ich die Spiegelkraft. Genau. Dann brauche ich den hier. Nee, warte, das ist zum der Hand hinzufügen nur. Dann brauche ich dafür den hier. Auf den Friedhof legen tue ich jetzt den hier. So, jetzt passt's. Genau, den meinte ich. Die Schildkröte. Gut. Und die Schwertfresse, was konnte die nochmal? Ach so, genau, die konnte das. Die kann Monster zerstören, ne? Offene Karten kann sie zerstören. Ach so. Und er will 1 gegen 1 tauschen. Forget it! Jupp. Old school. Und was hat der Typ mir noch geschrieben? Er setzt Spiegelkraft immer so ungern ein, weil dann Rage quitten die immer. Wieso hat er jetzt den Pegasus und nicht das Karfunkel gerufen? Das Karfunkel hätte alle Kristallungeheuer zurückgeholt. Außer er hat Harmon auf der Hand, dann verstehe ich's. Nein. Hat er nicht. Vielleicht hat sein Kumpel Harmon auf der Hand. Ich weiß ja nicht, ob die beiden irgendwie in Kontakt zueinander stehen. Also ob die beiden sich jetzt irgendwie absprechen. Ich weiß nur... Ach so, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also man sieht ja, unser einer Gegner... Westen 4. Ist wieder Westen 4. Der andere Gegner ist ein Freund von ihm. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob... darf ich zumüllen? Also danke. Die hätte ich noch nicht gesetzt. Ich auch nicht. Hast du aber. Aber die... Ja, nee, Seite habe ich auch erst dann gemerkt, dass das dämlich war. Ja. Also. Egal. Also, falls diese Karte aufgedeckt wird, du kannst eine Feuerformation Fallenkarte direkt von deinem Deck setzen. Und dann, falls diese Karte als Flip-Beschwörung beschworen würde, kannst du eine Feuerformation Zauberkarte direkt vom Deck setzen. Ja. Okay, das zimmert rein. Wohin? Aber. Wohin auch immer du die setzen willst. Genau, das ist das Problem daran. Setz die Karte einfach, Yamato, passiert nichts. Genau. Oh, und bei der Death passiert dem auch nichts. Yamato, ich greife jetzt natürlich nicht an, ne? Das wäre selten dämlich. Dann gehe ich einfach in die Endphase und aktiviere den Effekt von Yamato nicht. Aber kann gar nicht aktivieren. Was konnte ein Regenbogen ruhig nochmal, wenn da 5 liegen, kann eine Zauber- und Fallenkarte zerstören. Gut. In dem Fall wäre es Der zerstört jetzt gerade unsere Kayo. Das lasse ich einfach durchgehen. Was sollen wir auch machen? Kayo? Was ist mit Kayo? Nee, ich kann jetzt Kayo anketten. Er hat den Effekt aktiviert, eine Karte ziehen zu dürfen. Genau, Kayo ich kann an. Kayo anketten. So schaut's aus. Ja. Sorry. Fail meinerseits. Übrigens hat Kevin, wer sich noch an den erinnert, in RL ein ziemlich gutes Deck, was sich aus dem... Ganz kurz. Kristallleuchtfeuer erlaube ich ihm. Holt er sich halt nochmal ein Kristallungeheuer. Ja, wenn er es richtig macht,
Ich sollte warnen, die haben beide den Drachen drin. Also ich habe okay. Das sei das. Okay, jetzt kommt auf jeden Fall der Drache. Aber das aktiviere ich trotzdem nicht, weil ich kann den Drachen immer noch mit Spiegelkraft aufhalten. Eben, der hat keine besonderen Immunitäten. Okay, also es sollte vielleicht noch erwähnt werden, diese beiden werten Herren, also M4X1K1. Ich glaube, das heißt Maxi King. Ja, wahrscheinlich. Oder Max King. Warum hat er den Topaz-Tiger im Verteidigungsmodus gerufen? Der hätte viele Angriffspunkte dazugekriegt, wenn er angegriffen hätte. Vielleicht hat er sich den Effekt nicht durchgelesen. Sowas soll es ja geben. Wer hat jemals behauptet... Ja, den Spruch kennen wir. Also, auf jeden Fall haben diese beiden Typen eben gegen mich und einen Random-Partner schon mal gespielt. Ich hatte das Vampir-Deck. Mein Random-Partner hatte, glaube ich, ein Cyber-Deck, aber ich will jetzt nichts verraten. Ich glaube, es war ein Cyber-Deck. Und, ja, das haben wir dann natürlich verloren. Also gut, hing auch damit zusammen, dass ich einfach ums Verrecken weder die Vampirverlagerung noch das Königreich gezogen habe, sodass ich einfach die Regenbogenruinen von denen nicht losgeworden bin. Das war slightly ärgerlich. Und du, machst jetzt bitte noch keine Exis-Bestimmung. Nee, nee. Die beiden sind, finde ich, auch einzeln besser als Exis. Finde ich. Ja. Weil der Effekt von Yamato einfach mal hammergeil ist. Und was war das jetzt? Ach, Kampfschaden. Ja. Okay. Tiger und Adler, bitte. Hatte ich vor. Auch wenn verdeckt wahrscheinlich nur die Amethystkatze liegt, es könnte sein, dass da noch eine Schildkröte liegt. Eben. Besteht immerhin die theoretische Wahrscheinlichkeit. Ah, okay. Habe ich eben schon mal erwähnt, dass ich die Kriegsgötter liebe? Hä? Aber nur in Kombination mit den Feuerformationen. Ansonsten sind die viel zu langsam. Wieso? Wenn ihr mal einen Zug, den ich gerade hingebrettert habe, den ich dir zu verdanken habe. Stimmt. Noch nicht. Aber du hattest diesmal auch Glück. Also ich habe die Kriegsgötter auch schon ein paar Mal alleine eingesetzt. Da habe ich eigentlich meistens verloren. Also vielleicht hast du den Decker einfach nicht drauf. Ja, nee, ist klar. Ich habe nicht zufällig das gleiche Deck gespielt, was du hier auch gerade benutzt. Nein. Ich habe gesagt, vielleicht hast du es mit dem Deck nicht drauf. Nicht, vielleicht hat das Deck nicht drauf. Ja, klar. Wenn man Kartenpech hat, das hat das natürlich sehr viel damit zu tun. Also ich habe dann einfach nie diese beiden Kriegsgötter gezogen. Also Yamato und Mikazuchi habe ich einfach nie gezogen. Und wenn man, und solange man die nicht zieht, kommt das Deck nicht richtig in Fahrt. Und deswegen sind da eben die Feuerformationen so klasse, weil die beiden Viecher raussuchen und aufs Feld geben und alles. Ja. Übrigens, gell, wenn du nochmal einen Zugkampfschaden brauchst, einfach Kajo aktivieren. Ne? Ja. Die gibt ja... Also oder auch wenn der den... wenn der hier den Saphir-Pegasus 1 gegen 1 gegen Yamato tauschen würde, aktivierst du bitte auch Kajo. Ja klar, da geht der 300 Angriffspunkte drauf. Gut. Wollte ich nur nochmal sicher gehen. Ach so, und hier nur ganz kurz bei den Regenbogenruinen. Ach, da kommt die Amethystkatze. Dann fehlt jetzt bloß noch Regenbogen. Scheiße! Verbieten! Die Karte ist ganz, ganz böse, ganz böse. Ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Mit der haben die mich beim letzten Mal zerfickt. Also, wohlgemerkt, ich hatte mir da zweimal Felddominanz aufgebaut. Jetzt wird's lustig. Ich hatte mir da zweimal Felddominanz aufgebaut. Beim ersten Mal haben sie dann Spiegelkraft gesetzt, sodass die volle Monsterkraft. Oh, süß. So. Boom, Bitch. Ja, stimmt, das war... Okay, jetzt Kajo, walte deines Amtes. Ja, oder den Kranich, der würde meine Angriffskraft verdoppeln. Dann haben wir den, dann heben uns den durchschlagenden Schaden noch ein bisschen auf. Okay, dann den Kranich. Was? Nein, jetzt noch nicht. Das ist erst während der Schadensberechnung. Jetzt. Ach, seh ich. Alter, ich liebe die Kriegsgötter.
So, jetzt dürfte er schon leicht angenervt sein. Gut, der kann es direkt angreifen, so what? Ja, bitte, 600 Schaden. Das ist noch nicht mal die Spiegelkraft wert. Nee, wobei dann Regenbogendrache weg wäre. Mhm. Wobei du mit dem Kriegsgott, den ich in den Friedhof gelegt habe... Scheiße! Was ist? Scheiße, wir hätten doch Spiegelkraft aktivieren müssen. Der kann jetzt den Effekt von Regenbogendrachen aktivieren. Welchen? Im nächsten Zug. Dass er alle unsere Karten ins Deck zurückmischt. Im nächsten Zug wird Regenbogendrache nicht mehr da liegen, weil du bitte daran denkst, das Kriegsgott-Werkzeug in meinem Friedhof zu aktivieren. Ach so, ja, okay. Gut. Weil jetzt, wenn er wieder dran ist, also wenn jetzt Maxi King dann wieder dran ist, dann könnte er das nämlich machen. Macht aber nicht, weil du jetzt bitte die verdeckte Karte spielst. Die Karte im Friedhof spielst. Genau. Und tschüss. Na? Kommt was? Was soll denn jetzt kommen? Effektverschleierin oder was? Was will der da dagegen haben? Ah, er kann wegen also beider auch Spielzüge aktivieren. Oder? Nee, falscher Effekt. Nö, da kannte ich jetzt natürlich nichts an. Ja, bitte, hast halt 1000 Angriffspunkte mehr. Was, ich guck nochmal gerade. Achso, ich könnte jetzt natürlich das schwarze Schiff rufen. Das rufe ich jetzt natürlich nicht. Ja, ich aktiviere jetzt mal den Wolf. Ach nee, nur den Bonus kriegt er während des Spielzugs eines beliebigen Spielers. Ja, aktiviere den Wolf, okay. Dann kriegst du 2 Karten. So, ja, mit Effekt nutzen. Eine Karte anketten. Achso, nee, da müsste ich Kayo anketten, das will ich nicht. Welche holen wir uns denn? Am besten die was bringen. Tenzin gibt einfach nur Attack. Tanken? Tanken bringt mir was, oder? Annulliert die Effekte und es bleibt von anderen Effekten komplett. Achso, bei den Fallenkarten sind wir gerade. Okay, nein, dann genau. Hab ich verwechselt. Nee, aber trotzdem bringt ihr Tanken noch am meisten. Ja, dann nimm Tanken. Ausrüsten, drücke jetzt einfach mal ja. Ah ja, okay, war richtig. Also, Tenzu. Jetzt sag mir nicht, mein Bildschirm hängt wieder. Nee, ich bin ja noch am raussuchen. Achso, die kommen erst beide gleichzeitig, okay. Ja, ja. Gut. Also gut, pass auf, ich gehe mal gerade durch. Tenzu lässt dich ein zusätzliches Monster beschwören. Genau, den meinte ich. Einmal. Tenki lässt dich ein zusätzliches Monster raus. Nein, genau, den habe ich gemeint. Tenki. Also Tenki. Ja, Tenki. Okay. Zack. Bleiben beide liegen. Dann würde ich sagen, rufe ich den Wolf und mache eine Exis-Beschwörung. Jo. Ja. Ja, klingt gut. Also die Kombo semmelt schon derbe rein, muss man mal sagen. So, zack. Battle Pass. Achso, der hat ja noch ein verdecktes Monster. Mist, das habe ich auch sonst schon mit Kayo angegriffen. Ja, du kannst trotzdem egal, noch Kayo aktivieren. Ja, mache ich jetzt auch einfach mal. Eine Karte anketten, ja bitte. Oh! Marshmallow! Da kommt Kayo ja richtig, richtig. Ja. Und Bats! Ja, so viel dazu. Und Bats! So. Auch wenn die Deck einzeln nicht schlecht sind, erst die Combo semmelt so richtig rein. Ja, aber zum Beispiel Kampfschaden, da hättest du jetzt schon wieder Probleme gehabt, ne? Das ist auch ein bisschen das... Oh, gleich der nächste. Ja, wir haben noch eine Spiegelkraft. Genau. Aber diesmal wird... Ah ne, er kann die Effekte in dem Zug, in dem er den Regenbogendrachen beschwört, kann er die Effekte noch nicht aktivieren. Eben. Ärgerlich. Also muss man sagen, diese, auch wenn es eigentlich eine gefährliche Kombo ist, haben wir ganz schön ausgebremst. Ja, so gefährlich ist die Kombo nicht. Also unsere Kombo, nee, Quatsch, wir hatten keine vernünftige Kristallungeheuer-Kombo. Wir hatten mal Kristallungeheuer mit, den Kriegsgöttern, genau. Mit den Kriegsgöttern, aber das bringt nichts. Nee, mit den Feuerformationen hauen die so richtig rein. Ja, die Kriegsgötter und die Kristallungeheuer, die stehen sich bestenfalls nicht im Weg. Genau. Und ich glaube, er merkt gerade, dass er ein Problem hat.
Nein, wieso? Von unserer Spiegelkraft kann er unmöglich was wissen. Berechtigter Einwand. Der Haken ist nur, dass... Ist das ein Haken? Es könnte ein Haken werden. Denn ich habe gerade nichts, um den Regenbogendrachen vom Feld zu kriegen, wenn er nicht angreift. Deswegen überlebt er jetzt wahrscheinlich gerade. Ob es sich lohnt anzugreifen. Genau. Naja, labern wir halt so lange. Ja. Ja gut, ein magischer Zylinder kämpft ihn jetzt richtig scheiße. Genau. Und ich merke gerade, wie wir halt mal eiskalt 10.000 Punkte mehr haben als die. Ja, aber andererseits, ich überlege jetzt auch mal gerade, angenommen, eine Karte anketten, tanken aktiviere ich jetzt nicht. Warte mal. Oh! Tanken? Ja, richtig, tanken. Tanken würde ein Monster retten. Ja. Ein Monster. Ah, er geht in die Battle Phase, okay. Gut, dann Spiegelkraft. Spiegelkraft, Walter deines Amtes. Ich hoffe, die Rage quitten nicht. Nein, tun sie nicht. Außerdem haben sie immer noch Marshmallow liegen, an dem wir nicht vorbeikommen. Berechtigter Einwand. Ist der Regenbogendrache eigentlich in irgendeiner Form limitiert oder so? Ich glaube nicht. Aber beschwören würde ich das auch nicht. Kannst du mal kurz nachschauen. Ah ja, stimmt ja. Kann ich ja. Okay, mach du mal in aller Seelenruhe deinen Zug und kommentier mal. Gut, dann rufe ich mal den hier, weil jetzt können meine anderen Kriegsgötter nicht mehr zerstört werden. Ach, den. Ich glaube, jetzt weiß ich zwar, wen du meinst, aber ich weiß nicht mehr, wie der ausschaut. So. Und dann hole ich mir mal noch einen auf die Hand. Alter, wie viele Regenbogenmonster. Hier Regenbogendrache. Nee, in keinster Form irgendwie verboten. Den könnten die theoretisch jeder dreimal drin haben. Gut. Also, es kann gut sein, dass im nächsten Zug gleich der nächste Regenbogendrache liegt. Wer sich gerade noch den Effekt durchlesen, liegt daran, dass der hier erst mit dem Update reinkam und wir den so mehr im Horror reingeschmissen haben. Den Wolf? Nein, den neuen Kriegsgott. Ach, den Arasuda. Ich muss jetzt auch mal kurz lesen. Oder für die Leute, die des Englischen nicht so sehr mächtig sind, übersetzt doch. Oder ich übersetze mal eben. Also, wenn ein Kriegsgottmonster, das man kontrolliert oder das in unserem Friedhof liegt, verbannt wird, kann diese Karte, also dieser Kriegsgott, Verteidigungsposition spezial beschworen werden. Und während der Endphase, falls man in dem Zug ein Kriegsgott vom Deck der Hand hinzugefügt hat, außer durchziehen, während diese Karte aufgedeckt war, kann man noch eine Karte ziehen und dann eine abschmeißen. Und man kann lediglich ein Kriegsgott Arasuda kontrollieren. So, war das jetzt richtig? Ja, mehr oder weniger. Übrigens, wenn Yamato und wie heißt der andere Mikazuchi gleichzeitig auf dem Feld sind, das will man auch nicht lange haben als Gegner. Nee. Aber die Exis-Version von den beiden ist trotzdem nicht so pralle, wenn ich mich richtig entsinne. Die obersten 5 Karten kommen von Deck auf deinen Friedhof. Für jeden Bujin, der dabei war, kriegt er halt Angriffspunkte. Und man kann ein Exis-Material abhängen, um seine Zerstörung zu verhindern. Das ist okay, aber er ist nicht so pralle. Ja. Und du hast nicht zufällig noch eine Kaio? Nein. Dann wechsel mal bitte meinen Wolf in den Verteidigungsmodus. Aber ich habe noch einen Bären. Was macht der? Und der kann mir eine... Ha! Bam! Der kann Monster zerstören, und zwar Freihaus. Also der opfert eine Feuerformation, um eine Karte, um ein Monster zu zerstören. Ja, der zerstört Tanky. Nee. Ach so, ja. Klar. Ja, ja. So. Wie LeFloid sagen würde, merkst du selber. Aktivieren. So. Tanky weg. Dafür bitte den Marshmallow weg. Wer wurde aktiviert? Eine Karte anketten. Nein. Zack. Jetzt gucke ich mal gerade, was ich da vom Friedhof aktivieren könnte. Damit kannst du nur den Saphir Pegasus zerstören. Okay, dann gehe ich jetzt in die... Also wenn da nicht noch ein Marshmallow liegt, sieht's finster für die aus. Ja, ich greife jetzt einfach mal hier mit Yamato an, weil es ja eh wurscht ist. Ja. Der. Okay, gut, da kratzt nicht. Dann war's das. Ja, aber trotzdem, weil ich's kann, greife ich jetzt einen Bären an.
einfach nur, um ihm 3 Angriffe reindrücken zu. Du kannst ihm 4 Angriffe reindrücken, glaube ich sogar, oder? Warum hat das jetzt gerade nur 950 Schaden gemacht? Der Effekt von Regenbogenruin halbiert einmal den Kampfschaden. Ach so. Ja, jetzt will ich bitte Bärs Effekt nutzen. Ach so, jetzt kann ich mir eine Zauberkarte holen. Okay, hole ich mir einfach noch eine Tanky. Ja. Oder warte mal, was macht die hier? Ach so, genau, die blockiert eine gesetzte Zauberfallenkarte. Er wird keine Zauberfallenkarten setzen. Genau, und Yoko zerstört wieder eine Karte, Freihaus. Wenn man einen Monster vom Typ Ungeheuerkrieger abwirft. Übrigens, wenn du jetzt mit dem Wolf angreifst und dann mit den anderen beiden Kriegsgöttern, haben wir sogar 4 Angriffe durchgekriegt. Ja. Einfach nur, weil wir es ja können. Und Yamato, zieh den Schlussstrich. Löwenimperator. Oder Löwenimperator, wurscht. Bam, Bitch. Auch eine sehr gute Kombo, muss man mal festhalten. Das speichere ich mir gleich. Und ich sag, das war's von unserer Seite und bis zum nächsten Mal. Ciao.